Jetzt muss ich. Oh nee, jetzt muss ich. Oh. Bitte sag mir, dass ich hier irgendwo Batterien herbekomme. Scheiße. Erreiche das Hauptgeschoss der Mensch-Station. Okay. Dr. Wernicke ist tot. Schon mal was Gutes. Ich hoffe es zumindest, dass er wirklich tot ist. Denn sonst habe ich da keine Lust. Lass mich raten, wir müssen wahrscheinlich hoch. Okay. Nach unten. Und der Ausgang wäre offen. Aber wahrscheinlich können wir natürlich genau nicht raus. Sonst wäre das Spiel schon längst fertig. Ja klar. Irgendwie eine Batterie? Irgendwas? Okay, gar nicht. Alter, ich werde so erschrecken, ich sehe gar nichts. Wenn plötzlich einfach jemand vor mir auftaucht, ich bin tot. Ich bin so tot, ich glaube, das wisst ihr. Okay, das sieht... komisch aus. Alter, die Musik. Warte, Martin. God, you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ja, hilf mir doch mal, statt immer wegzurennen. So ein Mistkerl. Voll in die Dunkelheit. Ich sehe absolut gar nichts. Also ihr seht wahrscheinlich noch weniger, aber ich sehe gar nichts. Alter. Hier brennen einfach Arme und Beine. Oh mein Gott. Ich hasse das Spiel. Okay, wo kam ich jetzt? Von hier. Lass doch mal die scheiß Musik sein. Den wird's nicht mehr gut. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Aha. Wow. Treff Annapurna. Angestellte Nummer 531920. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 53192, David Annapurna, und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive. Zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Also sprich, David Annapurna wurde selbst hier eingeliefert. Ist klar. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger, Murkoff R&D.
Ich hab's gesagt. Der Typ kam hier nicht lebend raus. Und das ist ja eigentlich klar. Denn sonst wären wir hier nicht drin, wenn es schon längst an die Presse geraten wäre. Ist es aber nicht. Nun stecken wir hier fest. Ja, nice. Batterie. Zum Glück. Ja, cool, dort brennt es. Sehr schön. Und da müssen wir jetzt durch. Wow. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Alter, wie nett der Typ ist. Das erste Mal, dass jemand nett ist. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und einen schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Oh Mann, wirst du nicht mitkommen? Ich könnte dich doch retten. Schaut es euch an. Alles in Flammen. Herr, warte. Aber er hat gesagt, es soll durch die Küche. Und auf... Aha. Okay, sorry. Habe ich falsch verstanden? Ich dachte, du zeigst in die andere Richtung. Die Musik passt so gut. Schaut es euch an. Und der Typ möchte hier einfach nur verbrennen, damit er nicht mehr hier leben muss. Was muss das für ein Scheißleben sein, dass man so weit geht? Ich weiß, man konnte dort durch. Und wahrscheinlich müssen wir das auch, aber ich möchte mich umschauen. Schließlich brauche ich Batterien. Etwas essen. Was zu trinken. Akten. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, der Erfolg blieb wohl nicht lange. Doof. Fetti mit Fett lebt ja noch. Wahrscheinlich ist der nächste, den wir wiedersehen werden. Das Spiel speichert, vielen Dank. Oh nee, wenn ich das schon sehe, habe ich keinen Bock drauf. Es ist kein Wasser im System. Öffnen zuerst die zwei Ventile. Wir wissen, was uns ansteht. Wer ansteht.
Ja, genau! Der hat uns schon gesehen. Ach. Oh mein Gott. Ganz leise sein. Zwei Ventile. Ich höre ihn immer noch schnaufen. Er öffnet irgendeine Tür. Wenn ich wüsste, wo er ist. Das hörte sich mega nahe an. Ja, moinsen! Ich lass dich mal in Ruhe. Deine schönen Spielchen machen. Ventil Nummer 1. Wenn der Typ mich jetzt anspringt. No complaining now. We have to wash every little part. Oh, who's it? Die Programmierer sind echt crazy. Ich kann da irgendwie nichts mehr dazu sagen. Das Spiel ist einfach schlimm. Schlimm. Einfach schlimm. Soll ich gehen? Soll ich nicht gehen? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß, ich bin ein Schisshase, aber safe ist safe. Und da kommt er auch schon. Ach, Fettklops. Wir sind doch Freunde. Können wir nicht Freunde sein? Schöne Finger übrigens. Soll ich gerade auslaufen? Einfach auf gut Glück.
Gut Glück ist gut Glück. Fuck you. Rechts oder links? Rechts oder links? Komm, 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 komm. Du willst mir jetzt nicht etwas sagen. Ich glaube, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Okay, auch gut. Da profitiere ich ja. Ursi 300. Ja, nice. Ich glaube, ich werde an einem Herzinfarkt sterben. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, ob irgendwie Schleichen wirklich was bringt. Kommt er wieder zurück? Er kommt wieder. Nicht hier rein. Geh weiter. Ich möchte die Tür leise schließen, weil... Die Tür gleich kaputt. Ich kann's riechen. Ich warte nur drauf. Okay, warte kurz. Überlegen. Rechts, links, geradeaus, links. Und dann links. Was glaube ich? Das soll mal verschwinden. Ich glaube, wenn ich jetzt die Tür öffnen würde, er würde genau vor der Tür stehen.
Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich durch muss. Ach, fuck it. Okay. War richtig. Scheiße, bin ich jetzt zu... Ich bin jetzt zu früh gegangen. Oh Mann! Oder? Ja, ich bin zu früh. Ich musste ja noch ein Ventil umdrehen. Ich dussel. So, jetzt kann ich... Oh mein Gott, ich hab mich gerade so erschrocken vom Leben. Ich brauche wieder eine Batterie. Ich bin so am Arsch. Das kann man mir nicht antun. Mein Gott. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Oh mein Gott! Boah, ich verfluche das Spiel. Ja, danke für gar nichts, Abstellkammer. Weißt du, solange sie mich nur erschrecken und mich nicht angreifen, ist ja alles gut. Oder besser. Aber trotzdem. So aus dem Nichts. Oh Mann. Es passiert doch gleich wieder irgendwas. Ausgang! Aber wahrscheinlich nicht der richtige Ausgang. Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, was überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post- Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Alles Fragen, die mich auch interessieren.
Okay, nein, eigentlich nicht. Frag mich ja, wie weit ich im Spiel überhaupt bin. Und wie lange ich den Scheiß hier noch durchhalten muss. Oh. Dem ging es wohl auch mal besser. Suche Vater Martin. Ja, und somit reicht mir das leider schon wieder. Es sind gerade mal 40 Minuten. Aber ja, Horrorspiel und ich werden nie der größte Freund sein. Und ich brauche wieder eine Pause. Mein Herz ist tot. Von daher... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Outlast. Bis zum nächsten Mal beim Gruseln. Tschüss. Even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. You